Wilhelm Leibl gilt als Realist. Er hat sich nicht hinreißen lassen von dieser Kunst, die vielleicht für sich genommen schon durch das große Format und durch die dargestellten Inhalte gewirkt hat, sondern er hat sich konzentriert auf ganz kleine, sagen wir mal unbedeutende Dinge aus dem alltäglichen Leben. Und das war aber eigentlich immer die menschliche Figur. Es waren meistens Porträts, aber auch Mehrfiguren, Bildnisse, die er geschaffen hat, die zunächst einmal frei von irgendeinem Inhalt waren. Das zeichnet eigentlich auch die Kunst des Realismus im Allgemeinen aus, dass man das Leben so, wie es ist, darstellt und dass man nicht einen erhabenen Inhalt braucht, um seine Kunst zu transportieren. Gut sehen ist alles, das ist das Motto der Ausstellung. Und das beinhaltet eigentlich dieses Bekenntnis Leibls zum das Malen, was man vor sich sieht. Die Dorfpolitiker, die wir hier sehen, sind ein Musterbeispiel dieser Malerei, weil Leibl sogar aus seinem Atelier herausgeht in das Milieu, in dem die Menschen, die er darstellt und porträtiert, auch leben. Also eine Wirtsstube, eine Bauernstube. Und in dieser Bauernstube stellt er 5 Figuren zusammen, die er so wahrscheinlich gesehen hat und die er dann für seine Malarbeit, die ja Monate gedauert hat, in dieser Anordnung setzt. Also das ist eine ganz neue Auffassung von Figurenmalerei, die eben nicht über eine Zeichnung, über eine Kompositionsstudie, sondern direkt à la prima mit den Modellen das Bild fertig malt. Das Resultat ist nicht absehbar, sondern es entsteht im Verlauf des ganzen Malprozesses. Es kam durchaus vor, dass, wie im Beispiel des Mädchens mit der roten Nelke, dass dann die Proportionen plötzlich aus dem Ruder gerieten. Und dann entschied er sich für den Schnitt. Das heißt, heute würden wir sagen, für die Zerstörung des Werks. Aber für Leibl war das die einzige Lösung, um das Fragment zumindest zu retten. Und im Fragment war dann sozusagen das Ganze des Bildes erhalten geblieben. Das Zerschneiden, das Zerstören der Bilder war für Leibl eine Katastrophe, aus der er sich mühsam erholt hat. Er hatte Ende 80er Jahre eine Schaffenskrise. Die Zeichnungen wurden sehr dunkel, sehr schwarz, die Gesichter gespenstisch. Und man merkt, wie er aus dieser Krise heraus sozusagen einen neuen Stil entwickelt, eben das Zeichnen. Lange hat man gemeint, dass Leibl nur ein Maler gewesen wäre und dass er als Zeichner eigentlich gar keine Bedeutung gehabt hätte. Mit dieser Ausstellung wollten wir zeigen, dass dem beileibe nicht so ist. Leibl war ein großartiger Zeichner und insofern ist es natürlich nur schlüssig, dass wir jetzt hier in der Albertina, in der bedeutendsten grafischen Sammlung, Leibl als Zeichner etwas mehr in den Vordergrund rücken können. Er hat zu jeder Zeit in seinem Werk Zeichnungen geschaffen und gerade in den späteren Zeiten sind es auch oft Zeichnungen, die um ein Motiv kreisen, das er dann im Gemälde darstellt, ohne dass es jetzt wirklich vorbereitende Zeichnungen wären. Es sind immer eigenständige Kunstwerke, die er auch als solche angesehen hat, was wir auch darin sehen, dass er sie meistens, wie auch hier, signiert hat. Das, was ihn interessierte, war nicht so sehr das Plein-Air, was in der Zeit angesagt war, sondern das Interieur, komischerweise. Und er arbeitete in diesen Bauernhäusern und war fasziniert von den Lichtverhältnissen, die er dort vorfand. Das, was ihn reizte, war die Frage, wie die Figur, wie sie gerade in diesem spärlichen Gegenlicht funktioniert. Man hat immer diese relativ kleinen Sprossenfenster, die meistens mit auf den Zeichnungen und auch auf den späteren Gemälden mit drauf sind, durch die ein wenig Licht in den Innenraum fällt, der zunächst als dunkel wahrgenommen wird. Es steigert sich so weit, dass wir in seinem Spätwerk eigentlich so etwas wie Schwarz- und Schwarzmalerei in der Zeichnung haben. Erst bei längerem Hinsehen entdeckt das Auge die Umrisse dieser Figur. Also auch hier haben wir ja Formen, die sich eigentlich schon fast auflösen. Die Linie war nie wichtig für ihn, aber im Spätwerk löst es sich komplett aus. Die Figur wird nur noch gebaut aus unterschiedlichen Schraffuren, die nebeneinander gesetzt wurden, von unterschiedlicher Dichte, mal auch gewischt. Und dann wieder ist er expressiv nochmal mit dem einzelnen Strich in die
Zeichnung reingegangen. Was dieser Mann jetzt genau dort macht, ist eigentlich unerheblich. Es geht ihm vielmehr darum, wie er das künstlerisch erfasst und umsetzt. Diese Loslösung vom Inhalt hin zu einer Formfindungsfrage, zu einem Gestaltungswillen, eine Verlagerung des Künstlerischen vom Inhalt auf die Gestaltung. Und in dieser Art und Weise war Leibl wegweisend für die Künstler seiner Zeit, aber bis heute eigentlich für die Künstlergenerationen, die nachfolgen, war er wie eine Offenbarung.